In der Nacht zum 9. Januar letzte Woche haben wir in unserem Vodafone-Kabelnetz den ersten Piloten zum Umschalten auf Zukunft durchgeführt. Wir haben für etwa 56.000 Haushalte voll digitalisiert. Die Pilotregion ist also die erste Region, die jetzt komplett voll digital im Kabelnetz ist. 2018, das Jahr der Volldigitalisierung im Kabel, bringt große Herausforderungen. Er wird ein spannendes Jahr für die Branche, insbesondere auch für die Endgeräte und den Handel. Diese brauchen natürlich ausreichend Vorlauf, um die Produktion und die Ausstattung des Point of Sales zu gewährleisten. Entsprechend steht die Deutsche TV-Plattform für die Informationen als Drehscheibe bereit. Wir haben das bereits bei einigen anderen Umstellungen erfolgreich gemacht und freuen uns sehr, das Jahr 2018 im Kabel zu begleiten. Wir bei Unity Media haben das Thema Digitalumstieg ja schon hinter uns. Seit Mitte 2017 schauen alle unsere Kunden digital. Was wir gezeigt haben, glaube ich, ist, es ist möglich, man kann das schaffen. Wichtig ist eine wirklich gute Vorbereitung des ganzen Themas und dann sehr viel zu kommunizieren und vor allen Dingen zu kooperieren, wirklich mit allen Partnern zusammenzuarbeiten, um das Thema zu den Kunden zu bringen und sie dann noch mitzunehmen. Am Ende haben alle was davon. Nicht nur das Fernsehen wird besser, die Bildqualität höher, die Tonqualität besser und vor allen Dingen auch die Vielfalt größer für den Kunden. Vor allen Dingen öffnet das Ganze den Weg hin zu Gigabit-Internet und das ist das, was wir zeigen werden, wenn wir jetzt im ersten Quartal 2018 mit Bochum die erste Stadt zur Gigabit-City machen. Das wird nicht alles sein, weitere Städte werden folgen und die Kunden können dann wirklich mit Gigabit-Speeds alle die Dienste und alle die Inhalte nutzen, die sie gerne möchten. Dieser Digitalisierungsschritt ist aus unserer Sicht überfällig. Deutschland hat, was das Thema Digitalisierung insgesamt anbelangt, sicherlich nicht den ersten Platz auf der Welt, aber wir wollen auch nicht der Letzte sein. Deswegen sind solche Schritte notwendig und wir werden es kommunikativ unterstützen. Wir werden auch sehr stark dafür plädieren, dass die gewonnene Bandbreite in den Netzen auch zumindest zum Teil wieder Rundfunkdiensten zum Nutzen gemacht wird, zum Beispiel für die Übertragung von HDTV und auch Ultra-HDTV-Signalen, die ja gerade im Kabelnetzbereich noch etwas Mangelware sind und an der Stelle auch natürlich auch die gewonnene Bandbreite zur Fortsetzung und zur Beschleunigung von der Technologie von Rundfunkinhalten dienen sollen. Wir brauchen die Abschaltung, weil wir mehr Programme anbieten wollen. Ein analoges TV-Programm kann man maximal 2 UHD-Programme einspeisen. Wir werden also nach der analogen Abschaltung 30 zusätzliche Programme anbieten. Und wenn wir Glück haben und die Verträge mit den Sendern unterschrieben werden, werden wir auch zur Jahresmitte vielleicht die ersten 2, 3 UHD-Sender bringen. Wir verstehen uns immer als Buchhandlung, als Bibliothek. Wir möchten unseren Leuten die maximale Vielfalt anbieten und dafür brauchen wir Kapazität. Und zurzeit bei uns haben wir über 400 TV-Programme. Wir haben leider keinen Platz mehr. 50 analoge Programme, wenn wir sie abschalten, könnte man 70, 80 UHD-Programme zukünftig einspeisen. Das heutige Symposium hat gezeigt, dass die Umstellung von analog auf digital vor allem eine Frage der Kommunikation mit Wohnungsunternehmen und mit Endkunden ist und dass da ein enger Schulterschluss und auch eine frühzeitige Kommunikation erfolgen muss, um einen möglichst reibungslosen Übergang für die Kunden zu ermöglichen, dass die Kunden das, was sie jetzt analog empfangen, dann auch in noch besserer Qualität in digital empfangen können.